Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Berichterstattung vom Sinquefield Cup in St. Louis und wir schauen uns an die Spitzenpaarung zwischen Hans Niemann und Wesley So. Niemann führte ja das Turnier an mit 3,5 aus 5, dicht gefolgt von Wesley So. Dementsprechend hier geht es um die Tabellenspitze und es war klar, dass ich hier die Partie natürlich analysieren muss. In den letzten Tagen wurde natürlich unglaublich viel geschrieben, gesagt über Hans Niemann, die Geschichte mit Magnus Carlsen. Heute Nacht sind noch einige Statements gekommen. Hikaru Nakamura hat sich geäußert nochmal, ne, weil, naja, nach seinem ersten Video über Niemann und gab es ja die Reaktion von Hans, dann in einem großen Interview, was natürlich für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Aber in dem neuen Statement von Nakamura war jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues dabei. Und es gab noch ein kleines Statement von Chess.com. Ich habe das alles noch nicht so hundertprozentig ausgewertet, weil durch die Zeitverschiebung erscheint das alles immer natürlich hier nachts zu deutscher Zeit, wo ich schon längst im Bett bin. Und ja, muss ich mir heute alles in Ruhe nochmal anschauen. Heute ist Freitag, der 9. September. Da erscheint auch das Video. Und ich habe jetzt erstmal schnell die Partie analysiert und nur das Statement von Nakamura kurz überflogen halt, ne? Genauso das Statement von Chess.com, was aber auch nicht viel, wo aber auch nicht viel drin stand, wenn ich ehrlich bin. So, ihr wisst ja, worum es geht. Ich muss nicht alles neu aufrollen hier. Gehen wir zu dieser Partie erstmal. Wir wollen uns ja mit Schach beschäftigen, hauptsächlich. Ah. So, E4. E4, E5. Springer F3, Springer F6, russische Verteidigung. Ich habe die Partie auch deswegen so ein bisschen rausgesucht, weil ich will mal wieder ein bisschen Werbung machen für die russische Verteidigung. Ich hatte da mal vor 2 Jahren ein Video veröffentlicht zu Russisch. Eine Eröffnung, die aus meiner Sicht im Amateurbereich viel, viel zu unterschätzt ist. Ich finde, das ist eine sehr gute Eröffnung, wenn man mit dem Schachspielen anfängt. So. Es ist, weil es eine sehr, sehr logische Eröffnung ist. Im Spitzenschach wird russisch gespielt, um eine ausgeglichene Stellung zu erhalten, beziehungsweise eine symmetrische Stellung zu erhalten und diese Stellung dann halt lange zu verteidigen, um ein Remis zu erzielen. Das ist so eine Remiswaffe im Spitzenschach. Springer schlicht E5, D6, Springer F3, Springer schlicht E4. Das ist so die Hauptvariante. D4, D5. Läufer D3 entwickelt den Läufer. Und hier hat sich in den letzten Jahren Läufer F5 als, ist es eine neue Hauptvariante? Würde ich schon sagen. Das hat sich in den letzten Jahren als neue Hauptvariante herauskristallisiert. Und das ist auch der Zug, den ich damals in meinem Video analysiert habe. Ist eine sehr einfache Spielweise. Man stützt erstmal den Springer auf E4, bevor man den Königsflügel entwickelt. Es dreht sich sehr viel um diesen Springer halt, ne, auf E4. Übrigens hat jemand letztens gegen mich im Blitzen Springer F6 gespielt. Das ist natürlich komplett unlogisch. Das kostet viel zu viel Zeit, hin und her zu spielen. Und hier erhält Weiß natürlich Vorteil nach Rochade, wegen der besseren Entwicklung. Den Springer muss man versuchen, auf E4 zu halten. Und Weiß ist gezwungen, halt diesen Springer zu vertreiben. Okay, Rochade, Läufer E7. Turm E1, so, der Springer wird wieder angegriffen. Aber der ist noch fest dort. Der kann nicht. Man kann erstmal rochieren. Springer BD2, das ist die absolute Hauptvariante inzwischen hier. So, jetzt ist der Springer dreimal angegriffen. Dahinter steht der Läufer. Und jetzt zieht man den Springer nach D6 zurück und deckt den Läufer. Und möchte die Läufer tauschen. Man kann sofort die Läufer tauschen mit Weiß, man kann aber auch Springer F1 spielen. C6 stützt die Struktur. Läufer F4. Jetzt droht Läufer schlicht D6 hier. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Läufer D3. Dame D3. So, bis hierhin hat es das alles schon gegeben. Beide Spieler spielen schnell, insbesondere Wesley So. Jetzt geht es darum, diesen Springer auf B8 zu entwickeln. Der ist noch nicht im Spiel. Und der wird interessanterweise, das habe ich häufig gesehen schon, über A6 entwickelt. Der geht dann über C7, häufig nach E6. Springer E3, Springer C7, B3. Das ist, glaube ich, der erste neue Zug hier von Niemann in dieser Partie. B3 bereitet C4 vor. Sieht logisch aus.
Weitere Ideen sind hier, irgendwas mit H4 zu spielen. Warum? Naja gut, hier geht H4 natürlich konkret, weil zweimal schlagen auf H4 nicht geht, wegen Läufer schlägt D6 am Ende. B3 finde ich aber auch logisch. Springer E6 greift hier den Läufer an. Läufer E5. Springer E4. C4. Ja, logischer Zug. Springer F6. Ihr seht, Wesley so macht nichts Besonderes. Ne? Er hat sich erstmal solide hingestellt. Wir haben eine symmetrische Bauernstruktur. Es ist alles ziemlich symmetrisch. Und das ist der Grund, warum halt diese Eröffnung so als Remiswaffe gilt. Und was viele Amateure so ein bisschen abschreckt. Die wollen ja immer sehr schnell angreifen, haben wenig Geduld. Also Amateure nicht missverstehen, das ist nicht despektierlich gemeint. Mit Amateure meine ich halt Leute, die Schach nicht professionell betreiben. Und das ist ein sehr gängiger Begriff im Schach. Finden Leute mal manchmal despektierlich, wenn ich das Wort benutze. Ich weiß gar nicht, wieso. Springer F6. Man hätte auch was anderes spielen können. Hier, man hätte auch Läufer B4 spielen können. Bisschen aktiver, aber gut. Macht keinen großen Unterschied. Turm AD1. Jetzt spielt Schwarz G6, möchte Springer F5 hier verhindern. Hier und in der Folge hätte ich sofort H4 erwartet, wenn ich ehrlich bin. Eventuell sogar mit der Idee G4, um dann am Königsflügel zu attackieren. Man sieht ja, im Zentrum passiert hier nicht viel. Wir haben nur die Spannung hier auf D5, wo man schlagen kann. Ansonsten kann man hier nicht besonders viel machen. Deswegen ist es logisch, das Spiel auf den Flügel zu verlagern. Aber niemand spielt sehr bedächtig, spielt erstmal G3. A6. A6 ist nützlich in vielen Varianten, um dieses Feld B5 zu decken. Turm E2. Auch hier, ich hätte eher H4 erwartet, wenn ich ehrlich bin. Gut, Turm E2. Turm E8. Und jetzt H4. Niemand hat aber so lange gewartet mit diesem H4, dass er jetzt Probleme bekommt nach dem nächsten Zug. Hier gibt es eine versteckte Geschichte. Er hätte statt H4 wahrscheinlich besser Läufer F6 gespielt. Läufer F6, Springer G4 und dann mit dem Springer nach E5. Ich denke, dass diese Stellung minimal besser ist für Weiß, aber halt auch nur auf dem Papier. Er spielte aber H4 jetzt. Und jetzt kommt ein kleiner Trick hier. Nämlich Springer H5. Ganz starker Zug von Wesley So. Und So spielt jetzt die kommende Sequenz extrem stark. Der Läufer auf E5 plötzlich bekommt plötzlich Probleme. Oder Weiß bekommt mit dem Läufer Probleme. Es droht hier F6 mit Fangen des Läufers. Und der Läufer, ja, wohin damit, ne? Und ich weiß nicht, ob niemand das übersehen hat, aber er dachte jetzt 23 Minuten nach. Also er hat das wahrscheinlich übersehen mit Springer A5. Ich habe mir auch die Interviews der Spieler auch nicht angeschaut im Anschluss. Wie gesagt, wegen der Zeitverschiebung muss ich das noch irgendwann nachholen, Leute. So, C schlicht D5. C schlicht D5. Das ist erstmal logisch. So, und hier gibt es eine versteckte Ressource, die aber für einen Menschen sehr schwierig zu sehen ist, nämlich B4. Man denkt sich so, was? Warum geht hier F6 nicht? Wegen Dame B3. Und plötzlich sagt die Engine, Weiß steht besser. FE5, Springer D5. Und jetzt gibt es Probleme auf dieser Diagonale hier mit dem Springer und auf der E-Linie. Springer HG7, D schlägt E5. Und jetzt gibt es plötzlich Abzüge hier. Ja? Und Weiß steht besser hier. Ganz, ganz schwierig zu sehen. Also B4 sieht ja auch so komisch aus irgendwie, ne? Also nach B4 müsste Schwarz sowas wie Dame D7 spielen, um auf Dame B3 immer Turm AD8 zu haben und den D5 zu decken. Was spielt man hier? Muss kurz nachgucken. Springer G4 kann man hier spielen. F6 und hier Turm DE1. Auch so eine total versteckte Ressource. Und angeblich steht Weiß nicht schlechter hier. Also FE5 geht nicht wegen... Weswegen eigentlich nicht? Springer F schlicht E5 mit Angriff auf die Dame und dann gibt es Probleme auf der E-Linie hier, ne? Mit irgendwelchen Abzügen. Es gibt auch Springer H6 Schach hier. Ganz schwierig.
Also es wundert mich nicht, dass niemand hier nicht B4 gesehen hat. Er spielte was anderes. Er spielte Springer G2. Geht mit dem Springer zurück und schafft hier das Läuferfeld, das Feld F4, nochmal zu überdecken, damit der Läufer nach F4 kann. So oberflächlich. Aber er hat was anderes entdeckt. Jetzt kam F6, greift den Läufer an und sagt, ja, wo willst du hin mit dem Ding? Niemand geht jetzt aber nicht nach F4 zurück, sondern nach B8. Okay, das ist jetzt nicht so schwierig zu erkennen, weil der Springer auf E6 angegriffen wird. Ne? Also Turm B8 kommt Turm E6. Und hier dachte Wesley so ein bisschen nach und spielte König F7. Deckt mit dem König den Springer. Das ist der beste Zug. Jetzt kommt G4, bester Zug. Greift den Springer an und schafft ein Rückzugsfeld für den Läufer. Dame schlägt D8, bester Zug. G schlägt H5. Springer F4. Das war die Pointe mit Dame B8. Deswegen mit der Dame nehmen und nicht mit dem Turm. Springer F4, Dame F4. HG6, HG6. Turm DE1. Läufer D6. Und jetzt wird alles getauscht. Turm E8, Turm E8, Turm E8, König. Dame G4 Schach erstmal, ganz wichtig. Nicht König E8 wegen Dame G6. Dame G4 Schach erstmal. König F1, König E8. So, und das ist ein seltenes Beispiel, wo Dame und Läufer besser harmonieren als Dame und Springer. Normalerweise sagt man in solchen Endspielen, Dame und Springer als Pärchen harmonieren besser als Dame und Läufer, weil sie natürlich jedes Feld und jede gegnerische Figur und jeden gegnerischen Bauern attackieren können, während die Seite mit dem Läufer natürlich immer nur insbesondere alles attackieren kann, was auf der Farbe des Läufers steht. Halt, ne? Das große Problem für Weiß hier ist aber dieser Bauer auf A4. Der ist halt isoliert, schwach. Der D4 ist schwach. Der F2 ist auch, na gut, aber der ist gedeckt, den kann man nicht unbedingt angreifen. Aber insbesondere dieser Bauer auf H4 ist ein großes Problem für Weiß. Wenn der auf G3 stünde oder auf G2, dann wäre die Bewertung eine ganz andere. Aber der steht halt da auf H4 und Weiß ist gezwungen, den immer zu decken. So, dieses Endspiel ist besser für Weiß, aber bei bester Verteidigung nicht gewonnen. Das habe ich mit der Analyse mit Stockfisch 15 gemerkt. So, ich glaube, kein Großmeister der Welt kann dieses Endspiel gegen Stockfisch gewinnen. Funktioniert nicht, weil die Engine sich perfekt verteidigt. Aber unter zwei Menschen ist es halt so unglaublich schwierig, ne? Immer die genauesten Züge zu finden. A4, König F7. Hier könnte man B4 spielen, sehr gut, mit der Idee Läufer B4, Dame B3. Wieder. Niemand spielt aber hier Dame E3. Läufer F4, Dame D3, Dame H3, Schach, König E2, Dame E6, Schach, König F1, Dame E4. So. Wesley So rührt so ein bisschen im Kuchen rum. Also es ist nicht so, dass er hier die besten Züge findet. Ist auch alles vor der Zeitkontrolle. Ganz wichtig ist hier nicht ins Endspiel zu gehen mit Dame schlicht E4, D schlicht E4. Springer irgendwo hin, denn dann kommt der König nach D5 rein, greift D4 an. Und vor allen Dingen, Schwarz hat die Bauernkette hier stabilisiert und gesunden lassen. Der Bauer D5 ist ja auch schwach. Dieses Endspiel ist trivial gewonnen für Schwarz. Das würde jeder Großmeister gegen Stockfisch gewinnen auch. Weiß darf hier die Damen nicht unter diesen Umständen tauschen. Dame C3. Läufer D6. Und hier gibt es versteckte Ressourcen und super interessant, wenn man das mit Stockfisch analysiert. Hier sagt Stockfisch, geh mal zurück mit dem Springer nach E1. Und Dame H4 kommt Dame C8 mit Gegenangriff 4. Und mir ist aufgefallen in meinen Analysen in letzter Zeit, dass Stockfisch immer wieder Bauern opfert, um Figuren zu aktivieren im Endspiel. Sehr, sehr interessant. Oder generell gerne Bauern opfert, um Figuren zu aktivieren und um dadurch sich Gegenspiel zu sichern. Das ist hier plötzlich ausgeglichen. Auch wenn Schwarz hier mit Dame Schach die Dame zurückführen kann, den Bauern B7 decken kann, irgendwie schafft es Stockfisch so viel Gegenspiel zu kreieren, dass es die Stellung als ausgeglichen bewertet. Das ist für mich sehr lehrreich, das so zu analysieren. Als Mensch kommt man aber nicht so unbedingt drauf. Als Mensch klammert man sich häufig an Material. Eigentlich genau andersrum wie früher. Früher war es so, dass die Engines extrem materialistisch gespielt haben, inzwischen überhaupt nicht mehr. Natürlich auch, aber inzwischen habe ich den Eindruck eher so, dass Menschen total materialistisch agieren und die Engines genau andersrum, nämlich kreativ spielen. König G2, normaler Zug, Dame G4 Schach, König F1, König E7. Und hier merkte niemand, dass das geht mit diesem Springerrückzug, spielte Springer G1. Hier aber unter besseren Umständen. Dame H4, Dame C8 würde sofort den Bauern B7 gewinnen.
Eventuell natürlich noch den A6. Das hat er gut gesehen. Wesley So sieht das jetzt und spielt Dame F5. Lässt Dame C8 nicht zu. Dame E3 Schach, Dame E4. Schwarz würde gerne wieder die Damen tauschen. Und hier passiert etwas, was niemand die ganzen Tage vorher nicht passiert ist. Er wird müde und begeht einen großen Fehler. Das ist der 42. Zug. Es ist nach der Zeitkontrolle. Er hätte jetzt sowas wie Springer E2 spielen müssen. Wir haben ja gerade schon festgestellt, die Damen tauschen nur, wenn Schwarz hier auf E3 nimmt, aber nicht selbst nehmen mit Weiß. Dieses Endspiel hier, Dame E4, DE4 ist schlecht, weil der König hier den Bauern D4 attackieren kann und vor allen Dingen, weil die Bauern natürlich zusammenhängend sind und natürlich sehr stark. Und der Bauer H4 ist super schwach, ne? Eventuell komme ich mit dem König ran. Der Läufer kann den eventuell angreifen mit F5, Läufer E7. Der ist halt ganz schwierig zu decken. Niemand hätte jetzt sowas wie Springer E2 spielen müssen. Ja, und die Stellung ist mehr oder weniger ausgeglichener. Es würde weitergehen wie vorher halt, ne? Aber er spielte König E2 und das ist ein dicker Fehler, denn jetzt kann Schwarz in dieses Endspiel überleiten. Er spielt Läufer H2, das hat Wesley so gesehen, greift den Springer an. Und jetzt kommt Springer F3. Springer H3 nutzt jetzt nichts hier, leider. Wegen König D6 und Weiß kommt in Zugzwang. Es hängt der Bauer H4. Genau. Und wenn der Springer wegzieht, nee, wo soll er den Wing ziehen? Nee. Das ist verloren. Dame E4, DE4 haben wir wieder das super Endspiel. Es kam Springer F3 stattdessen, deckt den Bauern und greift den Läufer an. Aber jetzt kommt Läufer F4. Und jetzt zwingt Schwarz Weiß, die Damen zu tauschen. Und jetzt kommt dieses Endspiel, was einfach klar besser ist für Schwarz. Nicht klar besser, ist gewonnen. Dame E4, DE4, mit Tempo sogar. Springer E1, König E6. Und wir sehen schon an der Bewertung, minus 3, minus 4. Und Wesley So gewinnt das jetzt sehr leicht. Springer G2, Läufer B8. Springer E3, Läufer A7. D5 Schach. König D6. Springer G2. König E5, D6. König D6, Springer F4, G5, HG5, FG5. Jetzt hat Schwarz schon einen Bauern mehr. Springer H3, G4, Springer F4, G5, König E5, Springer F7 Schach, König F4. Ja, das ist inzwischen trivial. König F1 zurück. Auf sowas wie Springer D6 gewinnt man zum Beispiel mit E3. FE3, Läufer E3. Und jetzt droht Schwarz mit den Bauern durchzurennen und das kann Weiß nicht wirklich verhindern. Auf König F1 kommt König F3 hier und dann halt G3, G2 und so weiter. Weiß probierte König F1. Auch hier gewinnen verschiedene Züge. Wesley So spielte Läufer B6, ein Abwartezug. Springer D6, der Bauer B7 ist nicht von Belang. König F3, Springer C4, greift den Läufer an. Springer B7 gewinnt natürlich Läufer F2, ne? G3, G2. Deswegen Springer C4, aber auch hier geht Läufer B2. Springer D2 Schach, König F4 und hier gab Weiß auf. Warum? Wegen König F2, E3 Schach, König E2 schlagen, auf D2 schlagen und dann einfach gewinnt hier das Bauernendspiel. Ne? Wir lassen den Bauern durchlaufen mit Hilfe des Königs. Ja, damit übernahm Wesley So die Führung beim Sinkefield Cup. Wir schauen mal kurz auf die Tabelle. Wesley So führt jetzt mit 3 aus 5, steht hier. Die Partien gegen Magnus Carlsen, das sind natürlich jetzt ungewertet. Das sind jetzt nur noch 9 Spieler im Turnier. Manche haben jetzt 5 Partien, manche 4. Zweiter ist Jan Nepomniachtchi mit 2,5 aus 4 steht da. Dominguez Perez, Fabiano Caruana, alle 2,5 Punkte aus 5. Niemand 2,5 aus 4, müsste eigentlich vor den beiden stehen eigentlich. Bisschen krumm die Tabelle natürlich, dadurch, dass jetzt Carlsen zurückgetreten ist. Es gab gestern zwei weitere Sieger. Levon Aronian gewann gegen Maxim Vashila Graf und Alireza Firouzschah gewann gegen Shahrkhriyar Mamedyarov. Müsste nicht Firouzschah viel weiter vorne stehen? Nee, er ist bei 50% hier. Na. Gut, die Partie jetzt zwischen Niemann und Wesley So sah so aus, als ob Niemann super müde agiert hat, ne? Im Laufe der Partie. Hat ein paar Sachen übersehen und letztendlich hat sich Wesley So durchgesetzt. Ich werde natürlich weiter berichten und ich werde natürlich auch
mir alle möglichen Statements natürlich auch anschauen und die Sachen nochmal analysieren. Wurde unglaublich viel geschrieben in den letzten Tagen. Das wird natürlich noch weitergehen. Das Turnier geht ja jetzt noch mindestens 3 Runden, ne? Klar, noch, 3 Runden sind noch. Checkt auch gerne meine anderen Kanäle aus, The Big Rig Highlights, Big Rig Shorts, und schaut auch gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es viele Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Macht's gut.